Hier ist wieder eure Gartenfee Maya. In meinem letzten Video bin ich ja hier in diese Waldhütte hineingegangen und ich habe euch gesagt, dass ich mit euch gemeinsam hier mal ein Feuer entfachen möchte. Ich muss dazu sagen, dass ich das Ganze noch nie gemacht habe, beziehungsweise doch eher Lagerfeuer schon, aber noch nie so ein Feuer hier in den Ofenform in einer Waldhütte. Das bedeutet, falls ich etwas falsch machen sollte, könnt ihr mich gerne korrigieren. Da bin ich auf jeden Fall dankbar, wenn ich immer hilfreiche Tipps bekomme, wenn ich Aha. etwas Neues dazu lernen möchte. Und wir können uns aber diesen Ofen hier mal gemeinsam anschauen. Also ich habe mir das Ganze hier schon mal etwas genauer angeschaut. Hier hat man eben das Rohr, welches dann den Rauch nach draußen bläst. Und hier haben wir diese zwei Fächer, beziehungsweise eben diese zwei Öffnungen hier, die man auf- und zumachen kann. Und ich vermute Folgendes, dass hier oben das Material hineingegeben wird, also das Material, welches brennen soll, und dass man hier unten dieses Schubfach hat mit dieser Vorrichtung hier, welche dann eben die Asche auffangen soll, die hier oben nach unten eben hier hinunterläuft. Ich hätte fast vermutet, hier müssen sich ja Schlitze befinden, hier unten, damit die Asche eben von unten nach unten ablaufen kann, dass man vielleicht das Material dann von unten anzündet. Aber ich habe mir das Ganze mal genauer angeschaut und ich weiß nicht, ob es nun daran liegt, dass diese Schlitze verstopft sind oder ob man das generell nicht macht, aber es wäre jetzt nicht möglich, dass ich mit der Kerze das Material, das ich oben hineingebe, hier von unten anzünde. Deswegen werde ich das Ganze anders handhaben. Ich muss jetzt erstmal versuchen, diesen Schuhkasten hier hineinzukriegen. Da habe ich durchaus auch schon diverse Probleme gehabt, dass er hier hineinpasst. Ich muss mal schauen, wie ich das Ganze hier schließen kann. Falls nicht, ist das auch nicht weiter schlimm. Dann werde ich das Ganze erstmal anzünden und den Schubkasten eben so weit hineinstellen. Ich habe auch schon überlegt, ob er vielleicht so hineingestellt werden muss, aber das funktioniert nicht. Da fängt es halt schon an bei dem ersten Problem, dass ich diesen Kasten hier nicht genau hineinkriege. Aber ich werde das Ganze jetzt eben erstmal hier so lassen. Es geht ja jetzt erstmal eher darum, dieses Feuer anzuzünden. Und dann muss ich das Ganze eben erstmal hier so handhaben. Und zwar, das kann ich euch wenigstens sagen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie dieser Ofen hier funktioniert, kann ich euch die Grundtechniken erklären, wie man ein Feuer macht. Wenn ihr ein Lagerfeuer macht, ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr eine Feuerstelle habt, die ihr mit Stein abgrenzt, damit das Feuer sich eben nicht bei der Umgebung ausbreiten kann. Generell meine ich, darf man aber, glaube ich, auch kein Feuer einfach so im Freien machen. Und wenn ihr dann die Stelle abgegrenzt habt, in Form vom Stein oder hier in Form eines Ofens, dann geht es daran, dass ihr Zunder braucht, also Zundermaterial. Da könnt ihr entweder, wenn ihr es zur Hand habt, in Griffweite habt, könnt ihr Zeitung nehmen, welche ich dann hier so zusammenknüllen kann und anzünden werde und dann hier hineingeben kann. Oder was ihr auch verwenden könnt, wo ich mir nicht sicher bin, ob sich das jetzt hier befindet. Doch, hier habe ich sowas auch. Abseits der Zeitung solches Bodenmaterial, also kleinere Äste, kleinere Stöcke, etwas Baumrinde oder Laub. Wenn das Ganze trocken ist und nicht durch den Regen nass geworden ist, könnt ihr das eben auch sehr gut als Zunder benutzen. Und das ist der erste Schritt, um ein Feuer zu entfachen. Also ihr verwendet dann dieses Zundermaterial, zündet es an und müsst dann nach und nach kleinere Stöcke und Äste in das Feuer geben oder hier in diesen Ofen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier gerade geeignetes Material habe. Diese Baumklötze hier sind natürlich alle schon etwas größer und dann ist es einfacher, diese zum Brennen zu bringen, wenn man schon ein größeres Feuer hat. Generell wäre es hier einfacher, wenn ich jetzt erstmal kleinere Stöcke und Äste hätte, was ich aber hier nicht so habe. Aber das ist das Grundprinzip, wie man Feuer macht. Und ich würde jetzt einfach mal versuchen, das Ganze hier zu entfachen, indem ich eben hier Zeitung hineingebe oder auch dieses Waldmaterial, was ich hier habe. Das gebe ich auch hier hinein in den Ofen, nach und nach, damit ich eine Grundbasis habe, auf welcher ich dann
das Feuer entfachen kann oder mit welcher ich das Ganze hier entzünden kann. Dann werde ich das hier mal hineingeben. So. Ich werde vielleicht auch den Boden danach mit diesem Kerbesen hier etwas kehren, weil ich ja auch möchte, dass diese Hütte wieder sauber verlassen wird. Und dann habe ich hier noch diverse Zeitungen, die ich auch noch hineingeben kann in den Ofen. So, noch etwas mehr Zeitung. Und dann wird der Plan sein, dass ich die Zeitung, wir machen das jetzt einfach mal, ich zünde jetzt hier die Zeitung an und gebe sie dann mit hinein und dann werden wir ja sehen, ob das Feuer brennt oder nicht. Falls nicht, müsst ihr es mir nachsehen, da ich das ja auch zum ersten Mal mache, das Ganze. Und jetzt werde ich mal abwarten, dass sich das Feuer hier weiter ausbreitet. Es ist natürlich auch wichtig, dass das Feuer Luft erhält. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber ein Feuer kann nicht brennen ohne Sauerstoff. Deswegen habe ich jetzt auch mal die Klappe erstmal aufgelassen, damit an das Feuer Sauerstoff gelangt. Ich könnte mal versuchen, mit einem Holzstück das Ganze etwas zu bewegen. Da bräuchte man am besten so ein sowas hier in der Art. Das kann auch ganz gut sein, um das Ganze, dass sich das Ganze etwas verteilt. Natürlich wird das hier vermutlich für was anderes verwendet werden. Ich kenne mich da ehrlich gesagt wirklich nicht so aus, da ich noch nie so einen Ofen verwendet habe. Möglicherweise ist es ja tatsächlich auch möglich, dass man das Ganze von unten entfacht, was ich so aber auch noch nicht hier in Erfahrung bringen konnte. Und jetzt ist der Plan eben, oder ich hoffe, dass wenn das Material, die Zeitung verbrannt ist, dass das Feuer übergehen wird an die unterschiedlichen Bretter. Ich kann hier immer mal ein bisschen was nachkippen, wobei natürlich aufzupassen ist, dass ich nicht dafür sorge, dadurch, dass ich hier was nachkippe, dass das Feuer wieder ausgeht. Die Glut hat sich schon etwas an die Holzbalken, die ich hier hineingegeben habe, ausgebreitet. Jetzt ist nur die jetzt muss ich nur hoffen, dass das Feuer stark genug ist, dass es eben auch die Holzbretter weiter entfachen kann und das weiter zum Brennen führt. Das ist eine schwierige Nummer. Man sieht gerade, dass das Feuer noch brennt und dass es versucht, die Holzbalken, die sich hier befinden, zu entfachen. Es könnte gut funktionieren, es könnte aber auch schwierig werden. Wie gesagt, ich hätte gerne hier noch ein paar schmalere Holzbalken und nicht unbedingt direkt dieses große Material. Ich möchte hier auch nicht das hier kleiner machen, da ich mir eigentlich keinen Splitter fangen möchte. Aber das ist auf jeden Fall besser, wenn ich hier die kleineren Stücke habe. Ja, jetzt ist da unten brennt das Feuer noch. Das ist... Ich darf da nicht reinschauen. Also tief im Inneren ist es auf jeden Fall noch entfacht. Man kann es auch hören. Aber es könnte möglicherweise auch wieder ausgegangen sein jetzt. Ich bin mir da nicht sonderlich sicher. Das wäre natürlich sehr schade. Ich könnte nochmal versuchen, etwas nachzulegen. Also ein bisschen Zeitung, da sich das Holz, das sich dort befindet, ja auf jeden Fall schon mal erhitzt hat. Was schon nicht schlecht ist, dass das Feuer besser brennt. Ich werde das hier nochmal nachlegen und hoffen, dass es nicht ausgeht. Da unten brennt das Feuer auf jeden Fall noch. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Prozess. Vielleicht sollte ich auch die Klappe mal schließen, damit sich der Rauch nicht zu sehr hier verbreitet. Wobei natürlich dann die Möglichkeit besteht, dass das Feuer komplett wieder ausgeht. Aber da unten brennt es auf. Jetzt habe ich schon wieder da reingeschaut. Da unten brennt es auf jeden Fall noch. Ja, man sieht ja auch, dass es jetzt wieder heller geworden ist. Deswegen, eigentlich würde ich die Klappe auch gerne schließen. Aber an das Feuer muss ja auch Sauerstoff gelangen. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob es so gut ist, die Klappe jetzt schon zuzumachen. Ich werde jetzt mal noch, denke ich, das Brett hier hineingeben. Vielleicht werde ich auch warten, so dass es vielleicht
das Feuer, dass das Ganze etwas entzünden kann. Ich habe halt die Befürchtung, wenn ich das Holzbrett jetzt hier hineingebe, dass das Feuer dann direkt wieder ausgeht. Aber ich habe es jetzt mal mit da zugegeben. Auf jeden Fall brennt es dann noch. Ich hoffe, dass ihr das besser sehen könnt als ich. Denn immer wenn ich da reinschaue, dann habe ich den Rauch in den Augen. Aber es sieht so aus, als hätten wir ein, hoffentlich, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, relativ stabiles Feuer inzwischen, das da unten brennt und das nach und nach jetzt auch die anderen Sachen entfacht. Und wie gesagt, sobald das Feuer stabil genug ist, würde ich die Klappe hier dann auch mal schließen, da es mit der Zeit doch etwas sehr rauchig hier wird. Oder zumindest die Tür hier öffnen. Was ja auch wieder gut ist, da noch etwas mehr Sauerstoff an das Feuer kommen kann. Aber es brennt auf jeden Fall noch, da bin ich schon mal stolz auf mich. Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich euch mit diesem Video hier die Tipps geben wollte, wie man ein Feuer in einem Ofen entzündet. Da habe ich mit Lagerfeuern mehr Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Und das ist, da gestaltet sich das Ganze auch etwas einfacher, da man eben in der Natur ist und direkt immer in der Luft und auch mal an das Feuer rangehen und pusten kann ein bisschen, wenn es nicht mehr gut brennt. Und da ist es eben einfacher, da du direkt das Zundermaterial hast und nachlegen kannst auch. Und nicht so wie hier, dass du mit dem Hochofen diesen geschlossenen Raum hast. Aber ich werde jetzt mal noch hier einen Holzscheit nachlegen und hoffe, dass das Feuer dann immer noch stabil weiter brennt. Vielleicht, wenn ich das so hier hineingebe. Damit ich dann noch eine gute Grundbasis habe, dass das Ganze weiter brennt. Aber es scheint auf jeden Fall jetzt zu brennen und zu funktionieren. Wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob das von hier oben angezündet und da reingegeben werden muss oder ob man es irgendwie von unten anzünden kann, das Ganze. Ich denke, das hier unten dient eher nur dazu, da dass die Asche aufgefangen werden kann. Aber ich habe so einen Ofen eben auch noch nie verwendet. So, und jetzt habe ich hier noch einen Holzbalken, habe ich etwas schlecht positioniert, muss ich sagen, aber ich weiß nicht, ob ich den nochmal abschieben soll mit diesem Stab hier. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wofür dieser Stab verwendet wird normalerweise. Ich denke immer, das ist, glaube ich, dazu da. Dieser Stab ist, glaube ich, dazu da, wenn ich mich nicht völlig täusche, dass wenn du jetzt eine Schale hast, also eine Metallform, wie bei diesen Pizzaöfen. Bei den Pizzaöfen ist es ja auch so, dass man dann hier was reinschieben und rausziehen kann. Vielleicht ist das hier so ähnlich gedacht. Ich bin mir dessen eben nicht so sicher. Ich muss mal schauen, wie ich diesen Holzscheit jetzt noch hier hineingeben kann, ohne dass ich die Klappe dann nicht mehr schließen kann. So. Ich hoffe nur, dass das Feuer jetzt eben noch weiter brennt und nicht ausgeht, wenn ich so viel Holz nachlege. Aber das scheint doch jetzt eine gute Grundbasis zu sein, was das Feuer angeht. Also nochmal zusammengefasst, ich habe so einen Ofen noch nie benutzt, aber das Grundprinzip scheint wohl immer dasselbe zu sein, dass man erst Zunder hineingibt, den man auch anzünden muss, der anfachen muss und dass man dann kleinere Holzscheite nachlegt, wodurch das Feuer wachsen soll. Und sobald es dann groß genug geworden ist, kann man dann eben auch diese größeren Balken hier dazugeben. Und ich werde dann jetzt eben gleich mal die Klappe schließen, damit der Rauch hier nicht mehr in den Raum steigt, sondern dass er einfach durch dieses Rohr hier nach draußen geht. Und dann erfreue ich mich an meinem schönen Feuer. Also gerade bei diesem Video hier, es tut mir leid, wenn das wirklich sehr chaotisch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal genauer erklären könnt, wie man seinen Ofen hier bedient. Also ob man das Feuer vielleicht doch von unten anzünden kann oder ob ich es so handhaben muss, wie ich es getan habe, dass ich das Zundermaterial hier oben hineingebe und anzünde und dann reinschmeiße und dann nach und nach diese Holzscheite nachlege. Das ist zumindest das, wie ich mir das Ganze jetzt hier so vorgestellt habe und wie es scheinbar auch zu funktionieren scheint. Ich kann euch vielleicht irgendwann mal ein etwas professionelleres Video zu einem Lagerfeuer machen, da das, wie gesagt, einfacher ist, es da zu erklären als bei so einem Ofen. Aber ja, so viel erstmal dazu.
Also ich hoffe dann, ich werde hier nochmal etwas nachlegen, das verbrennt langsam und dann geht das Feuer mit der Zeit potenziell auch aus. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich möchte nochmal sagen, mir geht es bei diesen Videos vor allem darum, dass ich immer dazu lerne. Also es ist jetzt nicht so, als könnte ich euch immer diverse Profi-Tipps geben, wie dann auch. Ich bin nun auch noch nicht so alt. ja, aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat, mich bis hierhin zu begleiten, wie wir durch den Wald gefahren sind und wie ich diese Hütte hier entdeckt habe, was für mich auch etwas ganz Neues war. Und dass ich jetzt auch zum ersten Mal versucht habe, ein Feuer anzuzünden in so einem Ofen. Und das auch gut funktioniert hat, auch wenn es nach den anfänglichen Versuchen etwas kritisch aussah, da das Feuer ja zunächst ausgegangen ist scheinbar, wobei es ja gut funktioniert hat, dann nochmal hier etwas Zunder nachzulegen. Und ich denke, dass auch die Profis mal Probleme haben, ein Feuer zu machen. Das Einzige, was ich euch nur raten kann, ist, versucht auf jeden Fall nicht in den Rauch zu schauen, was mir jetzt ein paar Mal passiert ist. Das, danach riecht man nicht nur rauchig, sondern das endet durchaus auch etwas ungünstig. Aber ich möchte das Video jetzt auch nicht mehr in die Länge ziehen. Ich würde mich dann jetzt hier verabschieden bei euch. Und werde mir dieses Feuer noch weiter anschauen und eben weiterhin eine kleine Pause machen und hoffe, dass wir uns dann bald in einem anderen Video wiedersehen. Und ich versuche hier dieses Feuer weiter zum Brennen zu bringen. Eure Gartenfee Maja. Bis bald.